Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Naja, ich werde aber nur trainieren. Also ich werde Mountpaddle, Pingpong werde ich nur trainieren. Da werde ich nichts Großartiges machen. Dann müssen wir noch ein wenig für... noch mehr Futter für die Schweine wieder reinschmeißen. Gerade die Leute, die keine Erfahrung haben. Ja, das stimmt. Da zähle ich mich auch ganz klar dazu. Deswegen bin ich auch froh, wenn... Wie gesagt, ich hoffe, dass ich heute oder dass heute oder morgen der Dienstplan rauskommt. Ja, dass ich endlich mal... Damit ich auch Samstag und Sonntag, wenn ich mal was fahren kann. Ja, also... Das ist halt so... Weil von Venio habe ich ja das Setup, probiere aber auch nochmal das, da bist du ja besser als ich, 275. Und das mit dem Safe Setup. Und Träger der Ballerina fährt. Jo. Muss man mal einen Clip halt machen da. Also wie gesagt, wir machen das bei dem ACC halt mit zwei Sachen. Ne? Einmal mit den ersten Martin Safe Setup, den V8, nicht den V12. Wenn ihr den V12 sehen wollt, könnt ihr gerne bei mir in meiner YouTube-Playlist mal gucken. Zum Thema, wie man V8, V12 fährt. Sehr schlimm. Und, ich glaube, so arg habe ich mich noch nie aufgeregt, ey. Weil ich echt in der Überzeugung war, der Aston Martin V12, ja, der hätte auf jeden Fall, der hätte was... Der hat es richtig gut drin, ey. Der ist richtig super. Ja. Wird für mich auf jeden Fall passen. Pustekuchen war. Ich habe mich so überschätzt, wirklich. Trotz dass Matze mir da nochmal ein Setup gemacht hat, ne? Setup gebaut habe. Voll oder was? So. Gut. Etwas gucken. So, dann können wir auf jeden Fall wieder vorspulen. Stellt euch das mal im ETS 2 vor. Also guckt da doch mal in die Playlist nach, da wo dann dieses Winter-Event war. Ich und Schnee fahren. Ey, das ist wie bei Assetto Corsa. PC off und Feuer frei. Es hat gar nichts gebracht, ey. Aber es war immer wieder lustig anzusehen, was ich ausprobiere. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hoppala. Aber wie gesagt, es macht einfach Bock, wenn es jemand gibt, der dieses Programm da draußen hat, sich die Mühe macht und echt das Spielerlebnis, also ich muss sagen, Spielerlebnis in der Hinsicht auf jeden Fall ein dicker, fetter Pluspunkt.
meine, ich habe eine Grafikkarte, die schluckt es locker weg. Aber gerade wenn du dann mal so urlaubmäßig sagst, hey, du fährst jetzt eine 56-Stunden-Woche mit ATS 2, wie das dann sich das so, wie sich dann das wirkt, weil genau die gleiche Einstellung habe ich auch da genommen. Da ich jetzt aber schon ein paar Folgen drin habe, werde ich mal gucken, ob wir das vielleicht am Samstag da noch hinzugucken wollen. Also mal testen wollen. Wie gesagt, wenn ihr gerne den Streamplan abchecken wollt, bei Twitter und Facebook oder auch bei mir im Discord, könnt ihr das gerne noch nachgucken. Ausrufezeichen DC. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr da mit dabei seid. Und jetzt auch im Mai. Am 31. Mai bis zum 2. April? April, Mai. 2. Juni. Mai, Juni, ja. Ist ja das große Spektakel der Nordschleife. Und das 24-Stunden-Rennen, das werde ich mir auf YouTube angucken. Ich werde gerne mal in der Nordschleife sein, wie gesagt, aber nicht alleine. Wie gesagt, ich würde gerne mit, also wenn das mal hinkommen würde, in der Gruppe, ja, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen aus, planen das alles schön und dann werde ich auch gerne mal so da mitkommen. Aber aktuell, ja, ist halt nicht drin. Ja, was fahre ich denn hier für ein Mist zusammen? Habt ihr gerade diesen Übergang gesehen? Das Graue in dieses, ach, das war ja aber gerade richtig schön. Also wenn wir da 10 Leute zusammenbekommen würden, ja, und das mal wirklich planen für, dann wäre ich sofort dafür, dass wir mal zur Schleife mal fahren. Aber wie gesagt, das alles werde ich streamen, mal gucken, ob wir dann um sie 2 oder Lucy zocken. Ich werde an dem Wochenende keine LFM fahren, kein Rennen, also auch nichts trainieren, weil wie gesagt, die 24 Stunden, die will ich mir angucken. Das habe ich jedes Jahr so gemacht und ich hoffe, dass ich da auch für den Dienstag schon einen freien Tag habe. Weil umso schöner kann ich nämlich dann auch sagen, ich kann dann für OMSI, für unseren Betrieb, ne, die RSG fahren, kann Geld da einheimsen. Weil an dem Wochenende habe ich nämlich auch keine Zeitung, das habe ich nämlich auch schon geklärt. Und dann passt es. Weil das ist ein geiles Erlebnis. Gut, aber gehört da genug darüber geschnackt. Na komm, Klaas, zeig mal, was du drauf hast. Naja. Ich weiß nicht, warum ich schon nicht früher auf dieses Tool gekommen bin mit diesem Grafik da, ne? Aber ach, guck mal, noch mehr kleine Ferkel. Nice, nice, nice. Wieder dieser Übergang, ne? Also es ist faszinierend. Ich will gerne wissen, wie das dann bei dem Deutz aussieht, ne? Der ja da bei der letzten FarmCon ja rauskam, ne? Im Launingen. Der geilen Lackierung, die ich ja so mag.
Brauch schnell geradeaus fahren, wenn du nichts hast. Junge, was ist denn los? Eigentlich muss das Radgewicht auch das Frontgewicht hinten sein. Aber naja. Zumindest will ich heute, dass wir so weit kommen, dass wir anfangen, nämlich unser Mais auszusehen für das Gehäckselte, was wir dann für den großen Milchviehbetrieb dann brauchen. Und wie gesagt, ich möchte auch heute keine Ego-Perspektive fahren, gerade wegen dieser Grafik. Einer mal sagen, was ich da gerade mache. War gerade scheiße. Alter Futterballett. Ah, jetzt ist aber auf, ne? Jetzt nächstes Mal stellen wir uns ein bisschen anders dahin. Eieiei. Oh je, dass ich mal darauf zurückgreifen muss. Ja. Hast du schon voll? Nee, ja.
Wenn es nicht anders geht, ne? Passt aber. Für das neue DLC. Den Hofladen, was ich ja hier auf der Karte auch bauen möchte. Oder entwickeln möchte. Ne? Haben wir auch was Tolles drin. Und. Okay. Für den Hofladen, da gibt es oft, dass die ich habe die Mod-Vorstellung bei wem war es, bei Mario mal angeguckt und ja, da gab es halt schon den einen anderen Fixpunkt oder was sie noch updaten müssen, aber ich glaube, das kommt noch, weil alle bei Brot hast du, also irgendwas war da gewesen, was du nicht abkippen konntest, was eigentlich dafür gewesen wäre. Ja. Ist halt so, ja, ist gerade ein bisschen schwammig, gestehe ich, aber. Ich warte einfach noch ein bisschen. Also holen werde ich es mir auf jeden Fall. Aber ja. So, hast keine. Was sind die denn da? Nicht normal. Da muss man noch einmal Futter holen. Wir hatten da noch was, aber. Und Goika ist immer das Beste. Gute Futter. So. Ja, oh. Also ich, wie gesagt, ich gucke ja das gerade im Stream noch mit bei mir und das sieht so, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Damit. Es hat aber voll den Schaden reingemacht, ey. Junge, Junge, Junge. Naja. Hauptsache er fährt mit dem Ladewagen unten, ey. Gerade eben schön aufgeploppt. Schön. Also wenn das auf ACC angeht, ey, dann bin ich mal gespannt, wie das abgeht, ey. Also.